Verehrte Museumsgäste, es ist 20 Uhr. Unser Museum wird nun schließen. Wir möchten Sie bitten, sich zum Ausgang zu begeben. Wir danken für Ihren Besuch und würden uns freuen, Sie morgen ab 11 Uhr wieder begrüßen zu dürfen. Ah, fuck. Hey, Darren, wir schließen jetzt. Hab's gehört. Du kannst ja morgen zurückkommen. Ja, danke, Bobby. Bis dann. Bis dann, Darren. Mist. Und ich habe keinen Schlüssel für den Haupteingang. Vermutlich kann ich hier wirklich erst morgen was erreichen. Verlasse diesen Ort! Hä? Du bringst uns alle in Gefahr! Du bist der Tod! Lass mich in Ruhe! Es ist der Fluch! Der Fluch! Er wird dich holen! Verpiss dich! Der Tod! Ich habe es ihm gesagt! Toll. Ich bin also der Tod. Mehr hat mir dieser Ausflug bisher nicht an Informationen gebracht. Und jetzt? Zurück ins Hotel? Oder kann ich hier noch etwas herausfinden? Obwohl es hier ständig regnet, ist das Fass so gut wie leer. Scheint wohl irgendwo undicht zu sein. Die Häuser dort sehen genauso heruntergekommen aus wie der Rest des Ortes. Und keine 100 Meter weiter ist das Dorf auch schon wieder zu Ende. Ach, das ist der Penner, der mich vor dem Museum angepöbelt hat. Armer Irrer. Vermutlich hat er sich das Hirn weggesoffen. Weiß ich nichts, was ich ihn fragen könnte. Ich verspüre kein Bedürfnis, mich mit dem Kerl zu unterhalten. Und haben Sie noch etwas Interessantes gesehen? Ja, wir durften uns heute das Schloss ansehen. Das war echt super, total gruselig, das Gemäuer. Aber noch viel besser war das Chili, das wir gegessen haben. Das war das Leckerste, was ich je gegessen habe. Allein dafür hat sich die Reise gelohnt. Oh, das sollte ich wohl auch mal probieren. Haben Sie denn den Geist gesehen? Geister gibt es nicht. Wir haben das Schloss gründlich untersucht. Den Garten zumindest. Keine Geister. Dachte ich mir schon. Dann mal noch einen schönen Urlaub. Danke, ebenfalls. Ein voller Aschenbecher. Tom hat außer Trinken wohl noch ein anderes Hobby.
Ich bin zwar kein Bierglasexperte, aber diese Gläser sehen nicht gerade britisch aus. Auf Bildern vom Oktoberfest in München habe ich solche Gläser öfter gesehen. Wahrscheinlich trinkt Tom gerne deutsches Bier und schenkt das auch stilecht aus. Auf den ersten Blick sieht das nach einer Menge Alkohol aus. Auf den zweiten Blick fällt auf, dass fast alle Flaschen leer sind. Würde mich nicht wundern, wenn Tom sein eigener bester Kunde wäre. Eine Karte der Umgebung. Anscheinend wurden auch hier die Orte markiert, an denen die Morde stattfanden. Im Moment weiß ich nichts, was ich... Ich verspüre kein Bitte. Ein Flipperautomat. Sieht wie alles hier stark gebraucht aus. Ich wüsste nicht, was ich mit dem... Oh, hallo Miss Valley. So schnell sieht man sich wieder. Darren, schön dich... Ja, wer hätte das gedacht? Alles in Ordnung mit Ihnen? Ich? Ja. Wieso? Wieso nicht, meine ich? Sie wirken etwas nervös. Ach nein. Ich habe nur mit Murray über... Oh, ich sehe wohl einfach nur Gespenster. Es sind nur die 12 Jahre, verstehen Sie? Nein. Wie könnten Sie auch? Sie sind ja nicht... Ich meine, alle 12 Jahre passieren grausige Dinge hier. Im Ort, im Schloss, im Wald. Grausige Dinge. Miss Valley, kann ich Ihnen vielleicht irgendwie... Ach nein, dann... Entschuldigen Sie bitte. Es ist nur viel passiert in letzter Zeit und ich dachte... Oh, egal. Was dachten Sie? Und was hat es mit diesem 12-Jahres-Rhythmus auf sich? Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Glücklicherweise. Ich muss weiter. Miss Valley, ich... Was stimmt mit der nicht? Sie scheint ernsthafte Probleme zu haben, die Gute. Aber die habe ich auch. Noch immer keine Spur von Angelina. Vielleicht kommt mir heute Nacht eine zündende Idee. Na, Murray. Was haben Sie da? Einen Brief für Ihre Freundin. Einen Brief für Angelina? Unwahrscheinlich. Wer wusste schon, dass sie hier war? So steht es aber hier. Miss Angelina Morgan, Gordon's Palace. Der Brief wurde hier ganz in der Nähe aufgegeben. Gestern vermutlich. Geben Sie mir den Brief? Er könnte wichtig sein. Das glaube ich auch. Für Miss Morgan. Geben Sie mir den verdammten Brief! Ich muss... Sie müssen sich zügeln, junger Mann. Dieser Brief ist an Miss Morgan adressiert. Und ich werde das Postgeheimnis nicht brechen, um... Murray! Angelina ist seit gestern verschwunden. Niemand im Dorf hat sie gesehen. Vielleicht ist sie entführt worden. Haben Sie schon mal daran gedacht? Vielleicht macht sie eine Tagesreise und will mit Ihnen nichts mehr zu tun haben. Haben Sie daran schon mal gedacht? Ich muss auf jeden Fall auf den Ruf dieses Hotels achten. Ich werde Ihnen den Brief nicht geben. Aber... Kann ich sonst noch etwas für Sie tun, Sir? Danke, Sie haben schon genug getan.
Das war's mit meiner Nachtruhe. Ich muss unbedingt diesen Brief haben. Er bringt mich weiter, ich spüre es. Auch wenn ich nochmal hineinsehe, der Schrank ist völlig leer. Ich habe zwei Probleme. Wie komme ich an die Schließfächer, ohne dass Murray mich aufhält? Und wie öffne ich das Fach mit Angelinas Brief? Murray genießt seine Tasse Tee am Abend. Er scheint ihm zu schmecken. Er nippt immer wieder dran. Ich muss sicher sein, dass Murray nichts merkt. Bevor ich diesen Plastikmüll aus China... Selbst wenn im Gästebuch etwas Interessantes stünde, würde mir Murray sicherlich keinen Blick erlauben. Der Ruf des Hotels, verstehen Sie? Soll ich mich vor den Fernseher setzen und warten? In meinem Zimmer ist nichts, was mir bei der Suche. Guten Abend, Bobby. Hi, Darren. Sag mal, diese Sachen, bei denen du deinem Bruder helfen musstest. Ich mach das nicht mehr. Schon gut, Bobby. Du willst nichts Verbotenes tun. Aber ich muss ein Schloss knacken und ich weiß nicht, wie. Ich weiß das auch nicht. Tom weiß sowas. Ich hab immer nur aufgepasst und habe Sachen getragen. Also gut. Dann werde ich mich an Tom halten. Tom soll auch keine bösen Sachen mehr tun. Ich verdiene doch jetzt auch Geld. Keine Sorge, ich werde ihn nicht um etwas Verbotenes bitten. Tom! Hm? Mal angenommen, ich müsste einen abgeschlossenen Schrank öffnen. Könnten Sie mir dabei helfen? Ich? Wie kommst du denn darauf? Bobby meinte etwas in der Richtung. Das fette Schwein sollte lieber seine Klappe halten. Was ist nun? Können Sie mir helfen? Ruf einen Schlüsseldienst an. Von mir bekommst du was zu trinken. Sonst nichts. Lassen Sie uns ein Bier trinken, Tom. Wenn Sie beide bezahlen.
Auch mein Bier kostet etwas im Einkauf, wissen Sie? Klar, versteht sich von selbst. Was ist? Warum trinken Sie nicht? Ich bin nicht so schnell. Amerikaner können nichts mit anständigem Bier anfangen, was? Tom, du wolltest doch heute nichts trinken. Halt die Fresse, Spacko! Sie sollen ja äußerst geschickt sein, habe ich gehört. Da ist schon was dran. Mein Dad hatte eine Werkstatt, hab ihm früher viel geholfen. Ich konnte schon als 10-Jähriger Mopeds frisieren. Ich habe 2 linke Hände. Ich kann nicht mal ein einfaches Schloss knacken. Netter Versuch. Aber so betrunken bin ich nicht. Und ich bin kein Schwachkopf wie der da drüben. Warum gönnen Sie sich nicht noch ein Bier? Geht auf mich? Das lasse ich mir nicht 2-mal sagen. Bitte nicht. Nun sagen Sie schon, Tom, nur mal ganz theoretisch. Wie könnte ich ein Schloss in einem alten Sicherheitsschrank knacken? Die sind nicht so einfach zu knacken. Da braucht man schon das richtige Werkzeug. Und das wäre? Einbrecherwerkzeug. Aha. Und das könnte ich, nur ganz theoretisch, von Ihnen bekommen? Glaubst du, ich bin ein Einbrecher? Ich glaube, Sie wollen die $50, die ich Ihnen dafür gebe. Verpiss dich, du Lusche! Geh doch zu deinem Kumpel Bobby! Dann seid ihr schon zu zweit. Ist schon fast eine Luschenparty. $70? Ich will $200. So viel habe ich nicht. Versager. Dann bekommst du mein Werkzeug nicht. Ihr seid doch alles Versager! Nutzt mich nur aus! Ich wette, Sie können nicht 3 Biere hintereinander auf Ex trinken. Wenn Sie es bezahlen, beweise ich es Ihnen. Also los! Da! Irgendwie habe ich geahnt, dass es kein Problem für Sie sein würde. Sind Sie ein Einbrecher, Tom? So ein Blödsinn. Alles Lüge. Anständige Leute stehlen nicht. Eben. Dann brauchen Sie doch auch kein Einbrecherwerkzeug, oder Tom? Lassen Sie mich in Ruhe. Gehen Sie weg. Und nehmen Sie den da gleich mit. Ich werde erst gehen, wenn Sie mir das Werkzeug gegeben haben. Hier, $50. Und ich bringe es Ihnen zurück. Es ist alles nicht meine Schuld, wissen Sie? Es ist Bobby. Wenn er nicht wäre, würde es besser laufen. Alle haben sie mich allein gelassen. Nur das Tier haben sie mir gelassen. Wie soll ein anständiger Mensch da vorankommen? Mit so einem Klotz am Bein. Das Werkzeug, Tom. Nicht meine Schuld. Ich bring ihn nach Hause. Tut mir sehr leid, Bobby. Schon okay, Darren. Ich fühle mich wie das größte Arschloch auf Erden. Hey, was sollte das am Museum? Hey, kennst du mich? Du bist der Antichrist! Ja, ja. Bist du einfach nur weich in der Birne oder steckt mehr dahinter? Du kannst es nicht leugnen. Es ist in dir, in deinen Adern, in deinem Herzen, in deinem... Was soll in mir sein?
der böse Geist. Mir reicht's. In deinem Hirn ist nur Scheiße. Ein beschissenes Hirn, eingelegt in Alkohol. Spürst du es? Die Wut? Das Böse? Ach, fick dich! Ich hab dem Kerl nichts mehr zu sagen. Und er erzählt sowieso immer nur dasselbe. Du bist der Teufel, du bist der Teufel! Man sieht kaum, dass es im Haufen gebrannt hat. Nur einige Blätter im Inneren sind verkohlt. Von der Zeitung ist nur noch nasse Asche übrig geblieben. Es ist nur noch ein einziges Streichholz in der Schachtel. Ich sollte mir genau überlegen, was ich damit anstelle. Ich denke, mit dem Einbruchswerkzeug von Tom könnte ich das Schloss knacken. Aber erstmal muss ich da rankommen, ohne dass Mary Alarm schlägt. Mary genießt seine Tasse Tee am Abend. Er scheint ihm zu schmecken. Er nippt immer wieder dran. Ich habe meinen Zimmerschlüssel und ich habe Angelinas. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich in diesem Hotel noch mehr Zimmerschlüssel brauche. Das war's. Schöne Träume. Kann ich Ihnen helfen? Nein, danke. Ich bin müde und werde jetzt ins Bett gehen. Sehr wohl. Ich gebe ihm ein paar Minuten. Ausgezeichnet. Er schläft tief und fest.
Das war's. Das Schloss ist offen. Da ist er. Ein Brief adressiert an Angelina Morgan. Wehe, du bist die Mühe nicht wert. Ein verschlossener Brief. Angelinas Name steht drauf. Er wurde gestern aufgegeben. Hier in der Gegend. Ich sollte ihn lesen, das könnte mich voranbringen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Ich fühle mich bedroht und verfolgt von einem Mann namens Reginald Boris. Bitte kontaktieren Sie die Polizei und Darren Michaels in Biddeford, Maine, USA für weitere Informationen. Ich habe unter meinem Zimmer Kratzgeräusche gehört. Ich habe Angst. Ich habe eine Luke im Boden entdeckt und konnte den Code entschlüsseln. Die Lösung kannten zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland. KHM 62 17 1 25. Ich werde diesen Brief einwerfen und Murray um ein anderes Zimmer bitten. Darren, falls du diesen Brief liest, ich habe mich bemüht. Ich wollte mich hiermit für deine Hilfe bedanken. Ich liebe dich. Sie, ihr darf einfach nichts passiert sein. Geräusche unter ihrem Zimmer. Reginald Boris, der ums Hotel schleicht. Zwei Geschichten erzählende Brüder? Das Bett steht etwas schief, als wäre es verschoben worden. Vielleicht wurde etwas darunter versteckt. Na sowas. Unter dem Bett wurde der Teppich aufgerissen. Und das scheint eine Art Metallabdeckung zu sein. Das sollte ich mir mal genauer ansehen. Da ist das Ding. Eine Art runder Metalldeckel. Er war unter dem Teppich verborgen. Das ist der Deckel, den Angelina in ihrem Brief erwähnt hat. Irgendwie hat sie es geschafft, den Deckel zu öffnen. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Aber was? Angelina hat den Brief an sich selber geschickt. Das war ihre Versicherung. Sie wusste, wenn ihr etwas geschehen sollte, würde dieser Brief auffallen. Und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einfach in den Müll geworfen. Wäre es doch nur so gewesen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das... Das ist der Deckel, den Angelina in ihrem Brief erwähnt hat. Irgendwie hat sie es geschafft, den Deckel zu öffnen. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Aber was? Das ist der Deckel. Die Kombination muss etwas mit den Zahlen zu tun haben, die sie in ihren Notizen geschrieben hat. Aber was? Wie war das noch? Zwei geschichtenerzählende Brüder aus Deutschland?
Und hier steht ein Buch. Die Märchen der Gebrüder Grimm. Das muss es sein. Im Inhaltsverzeichnis stehen 15 ausgewählte Märchen. Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich. KHM 12, Rapunzel. Ja, und so weiter. Bis KHM 187. Genau das steht doch auch in Angelinas Brief. KHM und dann einige Nummern. Ich nehme das Inhaltsverzeichnis mit. Schade ums Buch. Aber in den nächsten 100 Jahren hätte es wohl ohnehin niemand gelesen. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch Die Märchen der Gebrüder Grimm. Insgesamt 15 Märchen sind nummeriert aufgelistet. Ich kenne nur ein paar davon. Dann wollen wir mal. Das war's noch nicht. Irgendwas mache ich falsch. Angelina hat den Brief an sich selber geschickt. Das war ihre Versicherung. Sie wusste, wenn ihr etwas geschehen sollte, würde dieser Brief auffallen. Und wenn nichts geschehen wäre, hätte sie den Brief heute einfach in den Müll geworfen. Wäre es doch nur so gewesen. Mal sehen. Wenn das hier jemand liest, dann ist etwas schiefgegangen. Mein Name ist Angelina Morgan und ich versuche Informationen über das Schloss Black Mirror, die Familie der Gordons und einen Geheimbund zu sammeln. Das ist das Inhaltsverzeichnis aus dem Buch Die Märchen der Gebrüder Grimm. Insgesamt 15 Märchen sind nummeriert aufgelistet. Ich kenne nur ein paar davon. Dann wollen wir mal. Was ist es? Ich habe ein leises Klicken gehört. Buah.
Ein widerlicher Gestank. Das dürfte die Kanalisation sein. Oder ein Loch, das als Kanalisation missbraucht wird. Es ist stockdunkel. Ich kann nicht erkennen, wie tief es ist. Aber ich glaube, ich muss da runter. Irgendwo dort könnte Angelina gefangen gehalten werden. Ich weiß es.